Hallihallo, hier ist wieder euer Tombi und wir spielen weiter mit Star Wars The Force Unleashed. Beim letzten Mal haben wir ja den guten Darth Maul besiegt. Jetzt gucken wir mal, was wir hier erledigen müssen. Okay, gehen erstmal in die Richtung, würde ich sagen. Da kommen auch schon die Gegner und ich werde gleich abgesniped. Au, ah, ich kam nicht mehr weg, schade. Den haben wir aber gehauen. Müssen wir hier rein? Ich glaube eigentlich auf die Türen müssen wir, oder? Aber man kann ja immer mal schauen. So, hier wird noch was angezeigt auf der Karte. Aber ich glaube nicht, dass man da rein kann, ne? Nee. Gucken wir uns kurz um. Hier ist nichts. Nee, nee, nee. So, darüber kann man nicht, so wie es ausschaut. Also gleich hier mal hoch. Ich schätze mal, wir müssen hier oben diesen Generator oder was das da ist, aktivieren. Na, der hat ein Schild, der Penner. Den hauen wir auch weg. Komm jetzt. Flieg! Du, willst du da mal rein? Ah, die Machtfähigkeiten sind einfach unglaublich gut hier. Macht super viel Spaß, sage ich euch, wirklich. Wenn man das hier auch wirklich zu 100% spielen will, dann sich alles ganz genau anschaut, dann ist das auch gar nicht mal so kurz, das Spiel. Ich meine jetzt... Oh, ich weiß nicht, bin ich jetzt über dem Abgrund? Ich hoffe nicht. Gut, irgendwer hat mich gerettet. Dann dauert das gar nicht mal so kurz, das Durchspielen hier. Da muss man schon eine Weile spielen, auf jeden Fall. Und alles schön suchen. Das macht natürlich auch nochmal den Reiz aus. Habe ich natürlich irgendwann schon mal geschafft. Ich habe ja schon mal erzählt, das habe ich schon mal auf der Xbox gespielt hier. Und ja, daher denke ich mal, man muss jetzt hier nicht wirklich alles absolut finden. Aber für alle Leute, die es selbst nochmal spielen wollen, ist natürlich auf jeden Fall noch so ein kleiner Anreiz, ein bisschen mehr Zeit sogar noch zu investieren in so ein tolles Spiel hier. So, da kamen wir her, ne? Ich spreng's trotzdem mal auf. Ja, da kamen wir her. Nichts verpassen hier. Da oben ist der nächste Turm. Gucken wir erstmal unten rein, ne? Ich wette, in irgendeinem von den Dingern ist doch so ein Macht-Holokron. So, jetzt wieder hier oben drauf. Na, hier haben sie auch wirklich alle möglichen Truppen drauf geklatscht, ne? Die mit Schilden, die Unsichtbaren, die Sniper. Wo ist denn der hin? War hier nicht ein Sniper drauf? Oder ist er ja? Und dann setzen wir mal da ab. Vielleicht überlebt er ja. Ah, ich glaube, er hat nicht überlebt. Schocken. Gut, ein Turm ist noch da. Dann haben wir das hier überlastet anscheinend. Mal schauen, was dann passiert. Da vorne ist wohl der letzte Turm. Da muss doch jetzt was drin sein. Ganz ehrlich, kann man da schon sofort durchgucken? Ja, kann man, aber ich sehe nichts. Gibt's doch nicht. Gibt's doch nicht, dass hier nichts drin ist. Ich hätte jetzt echt ungelogen gedacht, da muss was drin sein. Oder kann man darüber springen? Aber ich glaube nicht, oder? Kann man darüber springen? Wenn wir das jetzt ausprobieren, ist die Frage, werden wir dann zurückgesetzt? Aua. Oder bis wohin werden wir dann zurückgesetzt, ist auch die Frage, ne? Aufstieg. Ich mach's erstmal an und guck mal, was passiert. Vielleicht ist da ja auch so gesehen so ein Checkpoint und dann versuche ich vielleicht mal den Sprung. Oh shit, okay. Wir werden hier angegriffen von den TIE Fightern. Müssen wir anscheinend besiegen. Mit der Macht. Der Sternzerstörer mit am Himmel. Ich weiß tatsächlich, welche Stelle jetzt kommt. Die ist ja richtig cool. Die habe ich schon ganz vergessen gehabt. Na, komm, greif ihn. Ja. Oh, da ist auch noch so ein Balken. Ah, so ein Felsbrocken. Aber den konnte ich nicht greifen gerade. So, wir müssen hier immer den Schüssen ausweichen. Und wir versuchen natürlich die TIE Fighter möglichst schnell zu besiegen. Den haben wir, sehr schön. So, und wir sehen, was jetzt passiert. Richtig, richtig geil. Wir müssen den Sternzerstörer bewegen mit unserer Macht. Also wenn das nicht... Das ist wirklich die geilste Stelle im Spiel, finde ich. Super geil. Aber ich habe die auch sehr schwer in Erinnerung. Ich hoffe mal, das klappt jetzt so auf Anhieb. So, jetzt müssen wir ihn... Wir drehen ihn uns. Und jetzt sehen wir gleich, was er vorhat. Na, noch ein Stück. Ja, es wird langsam grün.
Und bam, da explodiert auch schon alles. Ich weiß jetzt gar nicht, muss ich immer nach oben und unten ziehen oder nur nach unten? Ich glaube, nur nach unten geht. Oh, jetzt müssen wir ausweichen hier, denn die TIE Fighter kommen schon wieder. Aufgepasst, Leute, aufgepasst. So, den ersten haben wir. Den auch. Au, au, au. Wenn die uns treffen, seht ihr schon, das zieht uns richtig, richtig viel Leben ab. Aber es sind nur noch zwei übrig. Wo fliegt der lang? Fliegt der jetzt hier nach rechts? Einer noch. Geh mal weg da. Dieser komische Felsen, der nervt teilweise aber auch. So. Stürz ab. So, ich glaube, man muss hier recht schnell sein. Ansonsten klappt das nämlich nicht. Da kommen immer wieder neue TIE Fighter. Man sieht sie jetzt auch schon da vorne auf uns zufliegen. Ah, bleibt schön in der Position. Aber er kommt auch immer näher ein Stück, man sieht schon. Zieh! Ah, jetzt sind sie gleich schon wieder zu nah. Ich schaff's, glaube ich, nicht, den jetzt direkt abstürzen zu lassen. Nee, da muss man immer ein paar Phasen, glaube ich, durchmachen, tatsächlich. Jetzt dreht er sich wieder, man sieht's im Hintergrund. Ah, der soll eigentlich gegeneinander fliegen, ne? Nimm ihn doch! Ah, jetzt hat er ihn nicht genommen. Den nimmt er auch nicht. Komm, den aber jetzt bitte. Danke. Komm, den muss ich auch erwischen. Na, verdammter Mist. Versuchen wir es mit dem Stein. Den wirft er einfach dahin. Okay. Nein, nicht getroffen. Verdammt. Ich glaube, die fliegen immer so eine 8, ne? So sieht es aus. Oh, und der hat sich schon wieder komplett gedreht da hinten. Habe ich ihn jetzt erwischt? Ne. So ein Mist. So ein Mist. Nimm ihn aber auch mal bitte, danke. Ah, das hat viel zu lange gedauert. Das hat viel zu lange gedauert, glaube ich. Der muss ihn leider auch immer so ein bisschen in die richtige Richtung drehen, man sieht's. Ansonsten lässt er ihn nicht abstürzen. Aber bis jetzt sehe ich, da oben sind die TIE Fighter, doch man sieht sie jetzt schon. Ich glaube tatsächlich, jetzt kann ich ihn fast gar nicht abstürzen lassen. Komm, dreh ihn, dreh ihn, dreh ihn, dreh ihn. Noch ein Stück. Jetzt. Zieh. Das sieht am Anfang immer so viel aus, aber ist gar nicht so viel dann. Jawohl, das war gut. Oh, da habe ich gleich drei Stück erwischt, glaube ich. Boah, das ist ja richtig gut gelaufen gerade. Den noch, den einen noch. Den muss ich jetzt sofort erwischen. Ja, der Stein erstmal weg damit. Nein, hat er nicht gemacht. Ich glaube, man darf nicht getroffen werden, sonst kann er einfach nicht, ja, den Zug machen. Ne, jetzt hat er es wieder nicht gemacht. Oh, jetzt dreht er sich da schon wieder. Ich hake hier immer am letzten, ne? Am letzten hänge ich fest, das ist doch nicht normal. Den habe ich jetzt aber. Schnell in die Mitte. Und jetzt, diesmal ist er auf jeden Fall schon mal besser als eben davor. Ne? Da hat er sich ja schon fast komplett weggedreht. Ich sehe die TIE Fighter, sehe ich noch nicht kommen. Aber das wird nicht mehr lange dauern. Noch ein Stück hoch. Alles runter. Und jetzt. Da kommen aber auch schon wieder die TIE Fighter. Aber er kommt auch immer ein Stückchen näher noch, ne? Er kommt immer wieder näher. Ich weiß jetzt nicht, wie gesagt, ob man den wirklich da unten sieht. Man ja immer die abgebildet. Muss man dann kurzzeitig hochgehen mit denen? Das wird so ein bisschen impliziert, ne, durch die Bewegung, aber ich lasse jetzt einfach mal nach unten. Das sieht eigentlich effektiver aus. Wir haben es geschafft. Perfekt.
das zerstört? Wiederhole, wurde das Raumschiff zerstört? Bitte komm. Junge! Ruhig, General, ich bin noch hier. Gut. Gut. Wir sehen uns auf dem Schiff. Master? Proxy! Alles in Ordnung? Ja, ich glaube schon. Aber seien Sie so freundlich und lassen Sie mich hier. Was redest du denn da? Die Schockwelle. Sie hat Teile meines Prozessors zerstört. Meine primäre Programmierung ist gelöscht. Ich bin nutzlos. Proxy, du bleibst nicht hier. Komm schon. Wie er so tut, als müsste man ihn stützen. Sieht aber auch so aus, ne? Ja, also wirklich, das war wirklich eins der geilsten Elemente hier in dem Spiel. Ich habe das komplett vergessen gehabt. Ja, ja, wie Meister Yoda schon sagt, ne, auf Dagobah. Es kommt nicht auf die Größe des Objektes an, was man bewegt. Meine Taten auf Raxis Prime haben dem Imperator missfallen. Die Feinde des Imperators haben Angst. Ich erarbeite mir ihr Vertrauen. Wenn ich im Gespräch mit euch beobachtet werde, wenn sie Verdacht schöpfen, dann war alles umsonst. Warte nicht zu lange. Kontaktiere mich. Könnt ihr ihm vertrauen? Vader wird meine Mission nicht gefährden, selbst wenn er an mir zweifelt. Sind wir schon da? Wir haben Corellia erreicht. Sie sind hier. Bail und seine Verbündeten. Ihr habt eure Rebellenallianz. Nun, was werdet ihr damit machen? Habt Vertrauen. Ja? Ich tue das Richtige. Für uns beide. Die Zeit der Diplomatie und Politik ist vorbei, das steht fest. Es ist Zeit zu handeln. Wenn ihr uns anführt, treten wir eurer Allianz bei. Ich ebenso. Ich dachte, ihr legt ohnmächtig im Frachtraum. Ich bin zu mir gekommen. Dann ist es geklärt. Ich finanziere die Rebellion, Garm stellt uns die Flotte, Mon Mothma Soldaten. Und wenn ihr uns führt, haben wir die Macht auf unserer Seite. Dann erklären wir hiermit offiziell die Rebellion. Heute geloben wir, die Galaxis zu verändern. Und irgendwann wird sie wirklich frei sein. Wow. Roxy! Unterbrechen! Fangt sie lebend. Der Imperator will sie persönlich exekutieren. Das hast du gut gemacht, mein Schüler. Ihr wolltet euch doch raushalten! Ich habe dich belogen, wie schon von Anfang an. Ihr wolltet den Imperator nie vernichten! Nicht mit dir, nein. Ohne mich werden die nie frei sein.
Tja, da hat sich Proxy geopfert für uns. Krass. Sie sind fort. Vader nahm sie mit. Zum Imperator. Ich verstehe nicht. Warum ließ Vader uns so viele imperiale Ziele angreifen? Damit alles echt wirkt. Credits Raumschiffe imperiale Leben. Sie alle bedeuten Vader nichts. Er brauchte mich, um die Feinde des Imperators zu finden, um jeden Preis. Und ich habe genau das getan, was er wollte. Ja, habt ihr. Und jetzt liegt das Schicksal der Allianz allein in eurer Hand. Wir werden Vader suchen. Und die Rebellen. Was tut ihr denn da? Ich meditiere. Jedi können so manchmal die Zukunft sehen. Habt ihr das schon mal gemacht? Ich war noch nie zuvor ein Jedi. Nein. Kota! Was? Was habt ihr gesehen? Eine riesige Raumstation. Bleibt getarnt und wartet außerhalb der Scanner. Ich habe wirklich kein gutes Gefühl dabei. Dann machen wir vielleicht etwas richtig. Werden wir uns hier wiedersehen? Wenn ich Sie befreie, brauchen Sie einen Fluchtweg. Wahrscheinlich nicht, nein. Dann muss ich mir deshalb auch nichts anhören. Gib wohl, Juno. Er ist auf jeden Fall wütend, hä? Krass. Aber wirklich, ich habe das alles vergessen gehabt. Super geil, ey. Super, super geil. Ah, und ich werde hier schon besniped. Oh, da kommt ja alles hier. Gut, ich würde sagen, aber wir machen hier leider einen Cut. Und wir sehen uns wieder im nächsten Part. Vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns dann. Tschüss.